Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 120 von Mittelerde Lore. Und in dieser Folge geht es um Eol den Jungen, den Gründer und ersten König von Rohan und Held der Rohirrim, der auch die Freundschaft zwischen Rohan und Gondor begründete. Das Volk der Rohirrim gehört zu den Völkern der Nordmenschen von Rovanion. Bevor sie aber zu den Rohirrim wurden und ihr Land Rohan bewohnten, waren sie als die Eotheot bekannt, was so viel wie die Pferdemenschen bedeutet. Denn auch schon lange bevor sie nach Rohan kamen, waren sie für ihre Pferde und ihre Fähigkeiten als Reiter berühmt. Zur Zeit, als Eol geboren wurde, im Jahr 2485 des dritten Zeitalters, knapp 600 Jahre vor den Ereignissen von Herr der Ringe, lebten die Eotheot im Nordwesten von Rovanion zwischen den Nebelbergen und dem Waldfluss, der in den Düsterwald hineinfließt. Eol war der Sohn von König Leod und er wuchs im hohen Norden im Reich der Eotheot auf und wurde dort schon früh zum Herrn seines Volkes. Denn als er nur 16 Jahre alt war, fand sein Vater Leod den Tod. Dieser war bekannt dafür, wilde Pferde zu fangen und zu trainieren. Eines Tages aber zog er ein Pferd auf, das stärker und stolzer war als jedes andere, und niemand schien es zähmen zu können. Und als Leod sein Glück versuchte und auf das Pferd stieg, rannte es mit ihm davon und warf ihn ab. Dabei brach sich Leod das Genick und starb, während das Pferd entkam. Eol folgte damit seinem Vater schon als junger Mann auf den Thron und deshalb wurde er auch Eol der Junge genannt. Für den Tod seines Vaters schwor Eol nun Rache und machte sich auf, jenes stolze Pferd zu jagen. Nach einer langen Suche fand er das Pferd dann auch und seine Gefährten erwarteten, dass er den Hengst töten würde, sobald er in Reichweite seines Bogens war. Als Eol das Pferd aber sah, stand er auf und rief nach ihm. Der Mörder sollte zu ihm kommen und von ihm einen Namen erhalten. Und tatsächlich kam das Pferd zu ihm, als er es rief. So gab Eol dem Pferd den Namen Felaroth und sagte zu ihm, dass er verstehen könnte, dass er seine Freiheit liebte und er ihn dafür nicht verurteilte. Für den Tod seines Vaters aber müsste das Pferd ein Wehrgeld bezahlen. Und so verlangte Eol, dass Felaroth als Bezahlung seine geliebte Freiheit aufgeben und ihm dienen müsste. Dann schwang sich Eol auf den Rücken des Pferdes und tatsächlich, Felaroth ergab sich ihm und diente ihm für immer. Es zeigte sich auch bald, dass Felaroth tatsächlich ein mehr als ungewöhnliches Pferd war. Er verstand die Sprachen der Menschen und war stärker, mutiger und schneller als jedes andere Pferd und lebte auch länger. Felaroth war das erste der Meeras. So wurden die Nachfahren dieses Hengstes genannt und sie waren alle, wie er, stärker, klüger und langlebiger und sie waren die Pferde der Könige und ihrer Kinder. Zu diesen Nachfahren von Felaroth gehört auch Schattenfell, das Pferd von Gandalf. Felaroth selbst trug nur Eol und erlaubte niemanden sonst, ihn zu reiten. Auf seinem Rücken sollte Eol der Junge auch in so manche Schlacht reiten, denn die Bedrohung durch die Ostlinge wurde während seiner Herrschaft immer größer. Zugleich wurde das Volk der Eotheot ebenfalls immer größer und schon bald war ihr Reich im Norden viel zu klein für sie. In Gondor war das Reich der Eotheot bekannt und sie standen in einem guten Kontakt mit ihnen und wurden als vertrauenswürdige und gute Verbündete gesehen. Zu Eols Zeit war Kirion der Truchsess von Gondor, der viele der alten Festungen an der Grenze von Gondor wieder zumindest mit einigen Männern besetzen ließ. So erfuhr der weise Truchsess auch bald davon, dass sich eine neue, mächtige Gruppe von Ostlingen sammelte. Der Stamm der Balchoth kam aus dem Osten, um Gondor und alle Ländereien jenseits des Anduin anzugreifen und zu plündern. Als sich dieser Feind für den Angriff sammelte, stellte Kirion nicht nur das Heer von Gondor auf, sondern schickte auch Boten nach Norden zu den Eotheot, um auch sie um Hilfe zu bitten. Doch der Weg ins nördliche Reich der Pferdeherren war weit und gefährlich. 6 Boten wurden losgeschickt, immer in Paaren von 2, doch nur ein einziger, ein mutiger Krieger und Reiter namens Borondir überlebte die Reise. Sein Gefährte war bei Dol Guldur gefallen, als sie in einen Hinterhalt der Orks geraten waren. Was aus den anderen 4 Booten wurde, das weiß niemand. Doch vermutlich fanden sie alle auf dem Weg nach Norden den Tod. Nur Borondir erreichte Eol mit der Bitte des Truchsess um Hilfe im bevorstehenden Krieg. Dieser Krieg hatte inzwischen auch schon begonnen. Die Balchoth waren über den Anduin gesetzt und plünderten das Land nördlich der Weißen Berge, das zu dieser Zeit noch nicht Rohan, sondern Kalendardon genannt wurde und zu Gondor gehörte. Gegen diese Invasion zog Kirion mit seinen Truppen aus und gegen diese Ostlinge wäre er auch noch angekommen. Denn auch wenn die Balchoth mächtig waren, so fehlten ihnen Pferde und Wägen
und sie waren nicht so schrecklich wie die Wagenreiter, die in den Jahrhunderten zuvor Gondor heimgesucht hatten. Doch zur selben Zeit, als die Balchoth angriffen, kamen auch Orks aus den Nebelbergen hinzu und griffen ebenfalls von der anderen Seite her an. So wurde Kirion und das Heer von Gondor geschlagen und bald auf dem Feld von Celebrant in die Enge getrieben. Auf der einen Seite die Ostlinge, auf der anderen Seite die Orks und hinter ihnen der Anduin. Ihr Tod und die Niederlage Gondors schien sicher. Kirion erwartete auch keine Rettung mehr. Von den Eotheoth aus dem Norden hatte er nichts mehr gehört und er musste auch annehmen, dass seine Boten allesamt versagt hatten und es nicht zu den Pferdemenschen geschafft hatten. Oder dass diese sich dafür entschieden hatten, Gondor nicht beizustehen. Immerhin waren sie nicht dazu verpflichtet. Gondor hatte keine Macht über sie und Kirion konnte Eol nur eine Bitte und keinen Befehl schicken. In Wirklichkeit aber hatte diese Bitte Eol erreicht und er hatte sie angenommen und seine Truppen gesammelt und war mit Borondir an seiner Seite auf dem Rücken des mächtigen Felaroth nach Süden geritten. Beinahe wäre aber auch das Heer der Eotheoth zu spät gekommen. Als Eol sein Heer nach Süden führte, fürchteten sich seine Männer vor dem Schatten von Dol Guldur, wo das Böse zu dieser Zeit bereits große Macht erlangt hatte. Sie wollten einen Umweg nehmen, um die dunklen Nebel, die von Dol Guldur kamen, nicht durchschreiten zu müssen. Doch Eol ermutigte seine Männer und ritt selbst voran. Dabei kam aus Lorien ein heller Nebel, der die Schatten von Dol Guldur vertrieb, und Borondir vermutete, dass sie von Galadriel unterstützt wurden und ihre Magie sie beschützte. Der Nebel aus Lorien verhüllte auch Eols Heer, und so wurden sie nicht entdeckt. Überraschend trafen sie damit ein und fielen den Orks und Ostlingen in den Rücken. Eol führte den Angriff persönlich an und der plötzliche Angriff der Reiter aus dem Norden wendete die Schlacht. Die Orks und Ostlinge gerieten in Panik und ergriffen die Flucht. Die Reiter der Eotheoth konnten sie so jagen und ritten viele nieder. Damit hatte Eol der Junge und die Eotheoth, Kirion, den Truchses von Gondor und das Heer von Gondor gerettet. Nach diesem Sieg und der Rettung in letzter Sekunde durch Eol den Jungen, wunderten sich die Truppen von Gondor, welchen großen Lohn ihr Truchses ihren Rettern geben würde. Kirion aber sagte zu Eol, dass er in Gondor viel zu tun habe während dieses Krieges und er, wenn ihm der Heimweg nicht allzu sehr eilte, in Kalendardon verbleiben sollte und sich dort in 3 Monaten noch einmal mit ihm treffen würde. Eol stimmte ihm zu und während der Truchses Gondor vollständig sicherte, blieben Eol und seine Reiter im weiten und grünen Land Kalendardon. 3 Monate später kam Kirion dann mit den Fürsten von Dol Amroth und weiteren wichtigen Beratern und Adligen von Gondor zurück. Eol erwartete ihn mit 3 seiner größten Fürsten und inzwischen hatten sie das Land Kalendardon kennengelernt. Gemeinsam wanderten sie in die nahen weißen Berge. Und dort auf einem grünen Hügel offenbarte Kirion, dass er Eol und den Eotheoth für ihre heldenhafte Rettung das gesamte Land Kalendardon als ihr Reich anbieten will. Für Eol war dies ein gewaltiges Geschenk. Sein Volk war vor vielen Generationen in den Norden gezogen und vermisste den Süden. Zudem war es inzwischen so groß geworden, dass ihr Reich im Norden kaum mehr ausreichte. Das weite und grüne Kalendardon aber war wie geschaffen für die Pferdeherren. In den 3 Monaten dort hatte Eol es auch erkunden können und er wusste, dass dieses Land das Richtige für sein Volk war. Kirions Geschenk war aber auch an eine Bedingung geknüpft. Die Eotheoth sollten nach ihren eigenen Gesetzen und völlig unabhängig leben, doch sie mussten eine ewige Freundschaft zu Gondor schwören und alle Feinde Gondors sollten Feinde der Eotheoth sein. Kirion sagte aber auch, dass der gleiche Schwur ebenso für das Volk von Gondor gelten würde. Und für alle Zeiten, solange ihre jeweiligen Reiche bestanden, sollten sie in Freundschaft verbunden sein. Mit Freuden nahm Eol das Angebot von Kirion also an und leistete den Schwur, der die Eotheoth und die Menschen von Gondor für immer verbinden sollte. Dieses Versprechen wird daher auch der Schwur von Eol genannt. Aber auch Kirion leistete diesen Spruch und so nennt man ihn auch manchmal den Schwur von Kirion. Zusammen mit diesem Schwur sprach Kirion auch einen Spruch in der Sprache der Elben, mit dem er die Valar und Eru anrief, diesen Schwur zu segnen und Zeugen des Eides zwischen den Eotheoth und Gondor zu sein. Geleistet wurde der Eid von Eol am Grabmal von Elendil in den Weißen Bergen, wohin Kirion und Eol gewandert waren. Und nachdem das Versprechen der beiden geleistet war und die Eotheoth und Gondor für immer in Freundschaft verbunden waren, sollte Eol sein Volk nun nach Süden führen und in Kalendardon herrschen. Dort wurden sie als das Volk der Rohirrim bekannt und Kalendardon wurde zu Rohan, dem Reich der Rohirrim.
So war Eol der Junge auch der erste König der Rohirrim. Eol und den Truchses Kirion verband aber nicht nur Politik und Pläne für ihre jeweiligen Reiche, sondern auch eine tiefe Freundschaft. Kirion war deutlich älter als Eol und als sehr weise und klug bekannt, während Eol mutig und stark war. Eol sah im Truchses daher eine Art Vaterfigur, ein Mann, der die große Weisheit des Alters und der Geschichte der Welt kannte. Ein Mann, der für den jungen Fürsten der Rohirrim die Würde und die Größe eines wahren Königs der alten Zeit hatte, auch wenn er nur ein Truchses war. Kirion auf der anderen Seite sah den starken und jungen Eol wie einen Sohn an. Als erster König von Rohan gab es für Eol den Jungen aber noch viel zu tun. Noch immer wurden Rohan und Gondor von vielen Feinden bedroht und die Kämpfe gegen Ostlinge und Orks gingen auch im neuen Land der Rohirrim weiter. Auch in späteren Jahren verlor Eol seine jugendliche Kraft nicht und er behielt auch den Beinamen der Junge bei. Er musste viele Kämpfe leisten und nach 35 Jahren Herrschaft in Rohan fiel er in eine der vielen Schlachten gegen die Ostlinge. Im Jahr 2545, im Alter von 60 Jahren, wurde Eol der Junge bei der Schlacht im Wold in Rohan gegen die Ostlinge getötet. Nach ihm wurde sein Sohn Brego zum König von Rohan und Eol wurde im ersten königlichen Hügelgrab zusammen mit seinem Pferd Felaroth, der mit ihm gefallen war, begraben. Eols Nachkommen sollten noch lange über Rohan herrschen. Auch König Theoden stammte aus dem Haus von Eol, ebenso wie die Nachfahren von Felaroth, die weiterhin als die berühmten und starken Meharas in Rohan dienten. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge von Mittelerde Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und ich sage, danke an meine Patreons und tschüss YouTube und bis nächsten Mal bei Mittelerde Lore.